Wenn man Benzin ins Feuer gießt, ist die Erwartung, dass man das Feuer damit löscht, vielleicht jetzt ein bisschen optimistisch. Und genau so könnte man das auf die US-Notenbank Fed übertragen, die in einer Situation mit einem großen Zinsschritt beginnt, Mitte September, die den Märkten klar macht, ja, da wird jetzt noch viel mehr kommen in Sachen Zinssenkungen, während gleichzeitig die Finanzkonditionen lockerer sind als zu dem Zeitpunkt, als die Fed 2022 überhaupt begonnen hat, die Zinsen anzuheben, also als die Zinsen bei Null waren. Und auf der anderen Seite hat man eine Regierung, die Geld druckt ohne Ende, die Schulden macht ohne Ende und damit ja faktisch Nachfrage erzeugt. Nachfrage wiederum sorgt für steigende Preise. Je mehr Nachfrage ich habe, umso mehr können diejenigen, die diese Nachfrage bedienen, eben auch verlangen. Dementsprechend ist es schon ein bisschen Voodoo, wenn man wirklich davon ausgeht, dass die Inflation schon nach unten kommt von alleine, wenn all diese Faktoren eben zusammenwirken. Die Menschen erwarten sinkende Zinsen, dementsprechend verhalten sie sich bereits. Und eines ist klar, dass das eigentliche Thema in den USA sind die massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten, mit wem man auch spricht, was man auch immer sieht. Die Leute sagen, das Leben ist so unfassbar teuer geworden und selbst wenn die Inflation ja abebbt, dann heißt das ja nicht, dass die Preise billiger werden, sondern nur weniger stark schnell steigen. Aber wir haben heute ein kleines Warnsignal mit den höheren Inflationsdaten bekommen. Die Märkte sagen sich auch beruhigt durch die Fed-Aussagen, die nach den Zahlen kommen. Na, ist doch nicht so schlimm. Die Fed wird weitermachen, aber es ist eben ein strukturelles Problem, wenn sich nichts ändert. Also die Fed nicht aufhört, die Zinsen zu senken und die Erwartung erstmal rausnimmt, dass die Zinsen weiterfallen. Wenn die Aktienmärkte weiter oben bleiben und damit letztendlich den Menschen ermöglichen zu konsumieren und Nachfrage zu erzeugen und wenn die Regierung nicht aufhört, Geld ohne Ende praktisch zu drucken durch neue Schulden, dann wird das Inflationsproblem eben nicht in den Griff zu kriegen sein. Und wir wollen uns die ganze Konstellation mal anschauen, die wirklich interessant ist. Wir hatten heute jeweils um 0,1% höhere Inflationsdaten. Kann man sagen, ist nicht schlimm. Na, stimmt schon. Also wir haben ja jetzt mit einer Rate von 2,3% respektive 2,4% in der Headline. Das klingt erstmal nicht schlimm, Anstieg von 0,2% zum Vormonat, aber Core, also die Kernrate, die geht weiter ziemlich deutlich nach oben mit 0,3 und 3,3%. Wir haben dann dazu gleich mehr sehr, sehr schwache Arbeitsmarktdaten bekommen, Erstanträge und fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Deswegen war das so ein bisschen eine Balance in den oder an den Märkten, denn normalerweise wäre bei diesen Inflationsdaten, wären die Renditen gestiegen, wäre der Dollar noch deutlicher gestiegen. Aber diese schwachen Arbeitsmarktdaten haben das so ein bisschen neutralisiert und es zeigt sich, das hat ja das gestrige Fed-Protokoll erwiesen, dass es vor allem Powell war, der wirklich die Leute in der Notenbank gedrängt hat, die Zinsen um 0,5% zu senken. Wenn man das Fed-Protokoll liest, dann weiß man, viele hätten lieber eine 0,25% Senkung gehabt und das wäre wahrscheinlich auch angemessener. Dieser Jumbo-Zinsschritt von Jerome Powell, der könnte sich als starker Fehler erweisen, weil man einfach zu schnell glaubte, jetzt mit der Inflation fertig zu sein. Und Rick Santelli von CNBC bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, ja, die längerfristigen Kapitalmarktzinsen, die werden hoch bleiben, weil letztendlich die Märkte sehen, dass solange hier sich nichts an der Fiskalpolitik ändert, an diesen extremen Ausgaben der US-Regierung sich nichts ändert und gleichzeitig eben keine wirkliche Inflationsbekämpfung mehr passiert, warum sollen dann die Kapitalmarktzinsen sinken? Und die Kapitalmarktzinsen, also die Renditen, das ist im Grunde jetzt der Gegenspieler einerseits der Aktienmärkte, andererseits aber eben auch der Fed, denn das, was die Fed an Zinsen senkt, hat keinen Effekt bei den Kapitalmarktzinsen und für die allermeisten Menschen sind die Kapitalmarktzinsen entscheidend, denn da hängen zum Beispiel die Hypothekenzinsen dran, da hängen die Bankzinsen dran etc., die also eine Bank verlangt, wenn sie Kredite vergibt. Dementsprechend macht im Prinzip der Anleihemarkt die Zinssenkungen der Fed kaputt, indem er sagt, nee, so geht das nicht, so wird das nicht funktionieren. Und vielleicht, wie Sven Henrik sagt, ja, es ist doch eine schwierige Idee zu sagen, mit großen Zinssenkungen und der weiteren Lockung von Finanzkonditionen wirklich zu glauben, dass die Inflation auf 2,0% fallen wird. Hier sehen wir, wir sind in jeder Kategorie höher gewesen als erwartet.
Keine Bank hatte das so vorhergesehen. Und wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel die Rohstoffe anschauen, ist das richtige Wort, denn die sind deutlich angestiegen. Da sehen wir so viele Rohstoffe wie Propangas, Natural Gas, Eisenerz, all das ist deutlich angestiegen, auch natürlich im Gefolge dieses China-Stimulus. Und das könnte dann auch eine Güterinflation nochmal initiieren. Wir haben ja bisher eigentlich nur eine Dienstleistungsinflation und die ist nochmal bestätigt worden durch die heutigen Zahlen. Denn die sogenannte Supercore CPI, also die Inflation im Dienstleistungssektor, der ohnehin der Inflationstreiber ist, ohne Housing, also ohne den ganzen Immobilienbereich, die ist um 0,4% gestiegen. Das ist der höchste oder größte Anstieg seit April. Und hier vor allem Medical Services, Auto Insurance sind die maßgeblichen Treiber, wenn wir uns hier mal dann die Headlines anschauen. Das ist wirklich eine konzertierte Aktion gewesen mit CNBC, mit Auftritten von Notenbankern der Fed, wie Goolsbee etwa, die gesagt haben, ja, nicht schlimm, ist ja, macht euch keine Sorgen, die Fed wird weiter die Zinsen senken. Alles gut, why investors shouldn't sweat this inflation report. Fed Williams, der New Yorker Notenbankchef, sagt, ja, ich erwarte, dass uns die Wirtschaft erlaubt, dass wir die Zinsen weiter senken. Barkin von der Richmond Fed sagt, ja, die Inflation ist doch in der richtigen Richtung unterwegs. Ein zynischer Twitter-Kommentar lautet, man kennt diese Headlines aus dem Jahr 2021, als die Fed uns auch erzählte, ja, die Inflation, die ist transitory, die ist vorübergehend. Man scheint also denselben Fehler wieder zu wiederholen. Und es gibt buchstäblich keine Bank in den USA, die nicht mindestens noch zwei weitere Zinssenkungen erwarten würde, manche sogar drei. Und da ist man also sehr, sehr optimistisch, dass eben diese ganze Geschichte nochmal weitergehen wird. Alle erwarten einen 25-Basispunkte-Schritt im November. Aber, wie die Commerzbank hier schreibt, das war es wohl erstmal mit den großen Zinssenkungen. Die vermeintlich guten Arbeitsmarktdaten, die wir letzte Woche gesehen haben, jetzt die heißere Inflation, ISM-Index-Service letzten Donnerstag, alles hot. Also da kannst du eigentlich gar nicht die Zinsen senken, wenn du ehrlich bist, und vor allem, wenn du die Zinsen weiter senkst in dieses Umfeld, dann wirst du eben auch weiter steigende Preise dann hervorrufen. Und hier sehen wir mal, was im Vergleich zum Vormonat teurer geworden ist, vor allem Flugtickets, vor allem Autoversicherungen, alles was damit zu tun hat. Physician Services, also Arztkosten, sind wieder gestiegen. Wir sehen auf der Unterseite Gasoline und Fuel Oil, also die Rohstoffe, obwohl ja der Ölpreis eigentlich im September jetzt nicht so deutlich gefallen ist, war erstmal nach unten gekommen, dann wieder nach oben gekommen mit den Eskalationen Iran-Israel und Hezbollah. Wenn wir das Ganze jetzt mal, was die Inflation betrifft, wieder zurückkehrend angucken zum Vorjahresmonat, dann sehen wir eben Motor Vehicle Insurance 16% gestiegen, Owners Equivalent Rent 5,2% gestiegen. Die Mietkomponente oder die Housing-Komponente war relativ niedrig diesmal. Also jetzt kommt dieser Bereich runter, der ja um und bei ein halbes bis ein Dreivierteljahr zu spät ist, zeitverzögert ist aufgrund der etwas altertümlichen Datenerfassung in den USA. Wir sehen hier zum Beispiel mal rechts Energie minus 15%. Das ist natürlich riesig, etwa Gasoline, aber das ist vielleicht nur vorübergehend. Also es ist die Energie, die die ganze Geschichte noch schön hat aussehen lassen. Aber wir sehen eben, die Dienstleistungsinflation ist hot und sticky. Wir sehen Transport plus 8,5%. Wir sehen eben solche Bereiche, die ja weiter extrem teuer sind und die Amerikaner verzweifeln lassen, vor allem wenn sie dann feststellen, dass sie auf Deutsch gesagt beschissen werden, denn angeblich sind die Health Insurance Prices in den USA in den letzten Jahren deutlich gefallen, 33% in den letzten zwei Jahren. Und das glaubt niemand, der irgendwie mit den USA etwas zu tun hatte. Da im Gegenteil, die Preise sind wahrscheinlich zweistellig gestiegen, aber man hat einfach die Berechnungsmethode geändert und guckt, ob die Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich Gewinne machen.
Und sagte denen auch, also wenn die Gewinne nicht so hoch sind, haben wir jetzt auch nichts dagegen. Also eine zentrale Komponente von etwas, was extrem teuer ist in den USA, ein Vielfaches teurer als in Deutschland, die wird hier sozusagen runtergerechnet, sodass faktisch die Inflation deutlich höher ist als eben gemeldet. Aber sie ist ohnehin schon hoch. Hier sehen wir ein neues Rekordhoch. Es war noch nie so teuer wie derzeit in den USA zu leben. Seit Biden angetreten ist jetzt über 20%, das ist ein Durchschnitt von 5,1% pro Jahr. Und genau das ist ja im Wahlkampf derzeit das große Thema. Das ist das Thema, auf dem Trump versuchte zu reiten, die Republikaner zu reiten, indem sie sagen, ja, seht mal, die Inflation während der Biden-Zeit ist massiv gestiegen. Das hat mit Biden wahrscheinlich nur begrenzt etwas zu tun. Das hat eben auch mit der Fed zu tun. Das hat aber auch mit Biden zu tun, eben durch diese Schuldenpolitik, die hier gemacht wird, die allerdings unter Trump wahrscheinlich nicht anders wäre. Und genau das ist ja das, was die Anleihemärkte jetzt sich sagen, dass sie sagen, ja, wer auch immer jetzt kommt, es wird ja nicht besser, ob Trump, ob Harris, diese ganze Schuldenorgie wird weitergehen. Und hier sehen wir mal diesen Beruhigungsversuch dann von Goolsbee bei CNBC. Inflation ist nach unten gekommen, Jobmarket ist Full Employment. Jetzt warten wir mal ab, wie die weiteren Daten reinkommen. Also legt euch wieder hin. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen nicht gesenkt werden, nur noch bei 11,6% ist. Das war vor den heute höheren Inflationsdaten sogar bei 20%. Warum das jetzt so ist, ist wirklich interessant. Jedenfalls überragende Wahrscheinlichkeit, dass die Fed jetzt nochmal um 25 Basispunkte senkt. Auch weil wir heute sehr, sehr schwache Erstanträge hatten. Wir sehen Michigan, North Carolina, solche Staaten, die von Helene, diesem Hurricane, betroffen waren, sind hier ganz vorne. Aber es gibt auch Stellantis etwa, die viele Entlassungen in Michigan gemacht haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge, die eigentlich mit so einem Hurricane nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, auch sehr deutlich gestiegen sind. Deswegen glaube ich, dass das etwas mehr als nur dieser Hurricane ist, der hier eine Rolle spielt. Und wir sehen, das ist der größte Anstieg immerhin gewesen der erste Anträge seit der Juli 2021, also schon eine fette Nummer. Und hier sehen wir unten nochmal die Inflation, Kernrate, das erste Mal jetzt seit Monaten, dass das Ganze wieder nach oben geht. Das erste Mal seit spätem Frühjahr haben wir jetzt wieder einen Anstieg der Kerninflation und auf der anderen Seite eben eine deutliche Verschlechterung offenkundig am Arbeitsmarkt. Und das riecht so ein bisschen nach Stagflation und könnte für die Fed ein echtes Albtraum-Szenario dann letztendlich bedeuten, wenn du siehst, die Wirtschaft wird schlechter, aber erstmal kommen die Preise nicht runter, im Gegenteil, die Preise steigen. Natürlich hast du, wenn viel mehr Leute arbeitslos werden, nicht mehr die Chance, bestimmte Preise durchzusetzen am Markt, wenn du ein Unternehmen bist. Aber das dauert, da gibt es dann oft eine Lücke, eine zeitliche Lücke, wo du dann eben hohe Preise und trotzdem eine ganz, ganz schwache Wirtschaft haben kannst. Und meine Damen und Herren, jetzt mal eine Empfehlung. Sie wissen, es ist meine Lieblingsaktie und wenn Sie wissen wollen, warum die absolut unterbewertet ist, immer noch, trotz einer 17% Rallye, dann empfehle ich diesen Artikel gerne weiterempfehlen und natürlich im zweiten Teil, da wollen wir uns mal die spannenden Geschichten um das anschauen, was an der Wall Street passiert, vor allem Renditen, Dollar, all diese Geschichten, die jetzt für die zukünftige Entwicklung der Märkte sehr, sehr wichtig sind, packe ich beides unter das Video als Link. Wir sehen uns gleich. Ciao.